Hallo Henry, ich habe hier mal ein paar Einstellungen gemacht und wir testen das einmal. Und für alle anderen, wir haben heute einen Gast, das ist der Gastrunner von Henry. Guck mal hier, der kann super geil airbrushen, finde ich. Und dann gucken wir mal, wie die Kiste jetzt fliegt und ob sie überhaupt was tut. Ich zoome nochmal rein, der sieht so schön aus. Mit den neuen Einstellungen, genau, das ist so richtig. Und wir zeigen ihn nochmal. Mit Airbrush. Sogar die Props hier. Richtig witzig. Sehr schönes Ding. Die machen so schöne Kreise, ne? Total toll. Dann gucken wir mal. Achso, und das hier habt ihr ja auch gesehen, ne? Moment. Jetzt haben sie es gesehen. Sehr schön. Schön gemacht. Mal gucken, ob es auch schön fliegt. Was ist neu? Guck mal, da ist das Gelicht. Das ist schön. VC geht an, aber die Leistung verliert er nicht.
Ja, ein bisschen zittert er so im Schwebezustand. Das liegt aber vielleicht daran, dass aufgrund der Farbe auf den Propellern vielleicht vibriert da so ein bisschen was. Die sind alle ein wenig unterschiedlich und auch von dem Gyro her und wie das hier alles montiert ist. Aber ja, genau. Und diese Ober... Ah, guck mal da. Deswegen könnte es sein, dass der ein wenig zittert. Hier ist diese obere Platte nämlich ziemlich nah an der Flugsteuerung und das kann sein, dass sie die Vibrationen darauf überträgt. Ich lasse die PIDs aber so, weil der sehr, sehr gut fliegt und auch die Sendeinstellungen passen, alles passt irgendwie so gut, aber hier ist das irgendwie ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Diese obere Platte liegt genau in der Flugsteuerung, also kann die Flugsteuerung, die ja hier ist, ne, die kann dann nicht ganz frei schwingen. Und geflogen sind wir mit dem Akku, den Henry hier noch hatte. Das ist Nanotech 2,2, 45-90C. Also irgendwie scheint dem jetzt recht schwer zu sein. Vielleicht ein bisschen zu schwer, ich weiß es nicht. Könnte noch dazu beitragen, dass ein bisschen zittert. Und natürlich ist das... Nö, gut, das ist hier okay. Das passt hier gerade noch so rein. Also hier haben wir noch einen Akku, der mit dem Runner geht. Ja, fliegt gut. Ein bisschen Vibrationen kriegt die Flugsteuerung irgendwo her. Vermutlich von der oberen Platte hier. Da müssen die Stege hier eigentlich weniger sein. Sascha, die Stege müssen ein bisschen hier, wo die Flugsteuerung ist, ein bisschen weniger breit. Ja, und Henry, das kriegst du jetzt wieder, bevor noch irgendein Unglück passiert. Fliegt auf jeden Fall gut. Im Acro haben wir jetzt getestet und im Stabilizer. Heißt das Stabilizer oder wie heißt das eigentlich? Engel. Im Engel-Mode, oder? Ja. Ja, egal. In diesem anderen Modus fliegt es auch gut und das LVC haut es nicht mehr so sehr rein. Ne? Das heißt, du kannst weiterhin fliegen. Viel Spaß damit und ja, haben wir uns jetzt heute warm geflogen mit dem Copter von Henry. Viel Spaß mit dem Ding und das ist dein Sender. Da ist jetzt Runner 2, da sind jetzt meine Einstellungen. Mach's gut.